Eisbach und Umgebung. Herzlich willkommen zur Online-Andacht zu Karfreitag. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, der immer für uns da ist. Im Namen Jesu Christi, der am Kreuz unsere Lasten trägt. Im Namen des Heiligen Geistes, der uns von innen her stärkt. Amen. Liebe Gemeinde, auf jedem Altar steht ein Kreuz. Es erinnert daran, dass Jesus für dich gelitten hat und gestorben ist. Eigentlich ein grausames Symbol. Aber es erinnert auch daran, dass der Tod von Jesus einen Sinn hat. Denn in Jesus ist Gott selbst für dich gestorben. Und er hat alles am Kreuz getragen, was dich belastet und von Gott trennt. Ein ganz eindrückliches Bild dafür gibt es in Papua-Neuguinea. Denn da ist das Wichtigste, was man braucht, eigentlich ein Bilum. Das ist so eine Netztragetasche. Davon haben die meisten gleich mehrere, denn immer wieder verschenken die Leute es als Zeichen der Freundschaft. In so einer Tasche tragen die Menschen einen Aktenordner ins Büro, ihre Einkäufe nach Hause, Bücher und Hefte in die Schule, aber auch die Früchte von der Feldarbeit. In einem großen Bilum tragen auch Mütter immer wieder ihre Kinder. Ihr merkt also, für alles, was man im Leben tragen muss, braucht man ein Bilum. Da gibt es dann in der Kirche auch das Bild von einem ganz großen Bilum. Diese Tasche, dieses Bilum, hängt am Kreuz. Darunter steht ein Satz, der ins Deutsch übertragen heißt: Jesus trägt unsere Lasten. Auf diesem Bild, da trägt Jesus alles, was dein Leben schwer macht. Denn für ihn ist es nicht zu schwer. Er trägt alles, ohne dass die Tasche reißt. Er hält die Lasten aus, bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Genau daran denken wir in der Passionszeit, ganz besonders heute am Karfreitag. Jesus trägt alles für dich. Mit all deinen Sorgen und Ängsten kannst du zu Jesus kommen. Er nimmt dir die Last ab und trägt sie mit dir. Manchmal hast du wahrscheinlich trotzdem das Gefühl, ich halte es gerade nicht aus. Die Last, die Sorgen sind einfach zu schwer und ich habe Angst, darunter zusammenzubrechen. Doch auch dann, da bin ich mir sicher, kannst du dich an Jesus festhalten. Denn er weiß ganz genau, wie es ist, etwas Schweres zu tragen. Jesus hatte Angst. Jesus ist zweimal zusammengebrochen, als er sein Kreuz zu seiner eigenen Hinrichtung tragen musste. Beide Male haben Menschen ihm wieder hochgeholfen. Am Ende hat ein Mann ihm geholfen, das Kreuz zu tragen. Wie bei Jesus, so kann es dir auch gehen. Manchmal brauchst du andere Menschen, die dein Kreuz, deine Last, wenigstens ein Stückchen mittragen. Menschen, die dich stärken und dir zeigen, Jesus, ja Gott selbst, trägt deine Lasten mit. Und wenn du betest, dann kannst du wenigstens einen Teil dieser Last an ihn abgeben, in dieses große Bilum am Kreuz hängen. Und du kannst dir sicher sein, er hält es aus. Amen. Jesus Christus, zu deinem Kreuz kann ich mit allem kommen, was mir schwer auf den Schultern liegt. Zu deinem Kreuz kann ich alles bringen, was mein Herz schwer macht. Schmerzen, Schuldgefühle, Einsamkeit oder Trauer. Bitte geh mit mir auf meinem Weg. Gib mir die Kraft, meine Lasten zu schultern. Trage mit, was mich bedrückt, damit ich gerade gehen kann. Öffne meine Augen, damit ich auch für die da bin, die neben mir bedrückt sind. Amen. Und so segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.